Hallo von der Boot in Düsseldorf 2017. Wir sind auf dem Allround Marine Stand und haben viel Neues zu berichten, gerade im Bereich Kajaks. Da gibt es ganz neue Sachen und Entwicklungen für Angler. Hallo, wir sind die Firma Allround Marine aus Österreich und haben jetzt neue Angelkajaks im Programm. Angelkajaks mit Elektroantrieb in verschiedensten Ausführungen. Man kann auch jedes Kajak ohne Antrieb kaufen. Wird es in Zukunft auch einen eigenen Pedalantrieb dazu geben, den wir ab Sommer 2017 vertreiben werden. Unsere Kajaks können wir super ausstatten, auch mit den Echoloten, mit Batterien in verschiedensten Ausführungen, verschiedensten Geberarten von der Firma Hummingbird, von Minn Kota, Zusatzausstattungen, Sea-Ducks für die Transporte in allen Varianten. Es wird mehrere Farben am Markt geben. Es wird unterschiedliche Längen geben, ab 2,60 Meter bis 4 Meter. Und da können wir auch verschiedensten Angeldesigns ab April 2017 unsere Kajaks anbieten. Also es gibt Kajaks in verschiedenen Längen und Ausstattungen. Man kann damit momentan paddeln mit der Hand. Man kann mit dem Elektromotor fahren. Es gibt von Minn Kota den Traxxis 45, der komplett auch als Set mit Halterung geliefert wird und eben verkürzten Schaft. Da braucht man nur noch eine zusätzliche Batterie, die man verstaut, und schon hat man ein Kajak, was selbst fährt, und man hat genug Zeit und Möglichkeiten zum Angeln. Und ab Juni wird es dann auch einen selbstentwickelten Pedalantrieb geben. Sollte ja. Es, so sind die Pläne, geben. Okay. Ja, also wunderbar. Wir machen noch ein paar Detailaufnahmen und melden uns dann wieder. Mit den durchdachten Halterungssystemen von Rail Blaser können Sie wunderbar Ihr Echolot, Geberstange, Angelroutenhalter, Positionslichter, Actionkameras, Paddel und vieles mehr an Ihr Angelkajak sicher befestigen. Hinter dem Sitz ist genug Platz für eine große Batterie, die sowohl Ihr Echolot wie auch den Elektromotor mit Strom versorgt. Mit den SeaTac Kanuwagen können Sie Ihr Kajak oder Schlauchboot sicher zu Wasser lassen. Der mitgelieferte Spanngurt schützt davor, dass sich das Kajak verselbstständigt. Das nagelneue AL395, eigentlich ein reines Paddelkajak, lässt sich mit dem Rail Blaser System auch mit einem Elektromotor erweitern. Weitere Informationen finden Sie unter technikfuerangler.de. Wir sind für Sie da.